Die Firma Gebhardt Fördertechnik ist im Bereich der Intralogistik tätig und da reicht unser Produktspektrum von der Behälter über die Paletten- und Lagertechnik bis hin zu verschiedenen Steuerungslösungen. Es gibt eigentlich kein klassisches Kundensegment, weil wir sei es in Pharma, sei es im Maschinenbau, in der Autoindustrie, in der Getränkeindustrie, im E-Commerce, wir sind überall vertreten. Und ganz wichtig ist dabei zu erwähnen, dass jede unserer Intralogistiklösungen kundenindividuell konzipiert wird. Also jede Intralogistiklösung wird speziell auf die Bedürfnisse und Anforderungen von unseren Kunden zugeschnitten. Der Ausgangspunkt war, dass wir seit 30, 40 Jahren Lagerlogistiksysteme verkaufen und teilweise von unseren Anlagen 20, 30 Jahre fast nichts hören. Immer nur im Störfall und eigentlich kein Feedback haben von unserer Anlage. Und dann war der Ansatz jetzt auch mit der Cloud-Technik, dass wir hier eine Plattform schaffen, um die einzelnen Anlagenteile zu überwachen und dementsprechend einen Mehrwert zu erzeugen. Um natürlich den Anforderungen und Bedürfnissen unserer heutigen Kunden oder der Kunden in der heutigen Zeit gerecht zu werden, haben wir einfach gemerkt, dass es neue digitale Produkte braucht, um den Kunden maximal gerecht zu werden. Und da war eigentlich dann der Startschuss dafür, dass wir neben unseren Mechanik-Steuerungslösungen auch noch eine Softwarelösung zukünftig anbieten werden, wo zusätzlich noch den Betrieb und vor allem den Support unserer Kundenanlagen dann effizient unterstützt. Für die Entwicklung der Galileo IoT-Plattform waren natürlich Kompetenzen im Bereich des Datenschutzes ganz wichtig und vor allem auch hinsichtlich der Programmierung, dass wir vor allem hinsichtlich Machine Learning und künstliche Intelligenz Modelle entwickeln konnten, um so auch zustandsorientierte Aussagen treffen zu können und dem Kunden einfach zielgerichtet neue Handlungsschritte oder Optimierungsmöglichkeiten dann auch aufzeigen zu können. Also Galileo IoT ist erstmal ein Condition Monitoring Tool und ein Predictive Maintenance Tool mit Health-Funktionen und die Gebhardt Insight ist eine Ergänzung hinsichtlich betriebswirtschaftlicher Daten. Also die Entwicklung für die IoT-Plattform war jetzt natürlich nicht ad hoc, sondern es war ein Prozess, der hat sich mit der Zeit ergeben und auch mit der Zeit wurden so ein bisschen die Abteilungsgrenzen aufgelöst. Also für die Geschäftsmodellentwicklung unserer IoT-Plattform haben wir uns natürlich verschiedene Geschäftsmodelle angeschaut. Heutzutage läuft es mehr auf eine Flatrate bzw. Subscription hinaus und kann eher als Add-on zu unserem bestehenden Produktportfolio gesehen werden. Und die Flatrate besteht darin, dass es verschiedene Plattformpakete gibt, die sich dann hinsichtlich ihrer Funktionalitäten und Module unterscheiden und die dann speziell auf die Kundenbedürfnisse und Anpassungen zugeschnitten werden können. Das Projekt KI für KMU ist ein Projekt des Landes und wird gefördert von dem Wirtschaftsministerium. Und dadurch ist uns auch möglich, vor allem im Bereich Predictive Maintenance und künstlicher Intelligenz, externes Know-how zu integrieren und das vor allem zielgerichtet in Zusammenarbeit mit Universitäten, wie beispielsweise auch dem KIT, dann natürlich in effektiven Mehrwert umzuwandeln. Dieses Geschäftsmodell ist erstmal eine ganz große Kundenbindung. Und dadurch, dass wir verschiedene Dinge, wie zum Beispiel unser Galileo Insight, dieses BI-Tool mit drin haben, auch eine Anbindung an unseren Service, hat der Kunde wirklich jetzt eine Kontrolle über seine Maschinen, die er in Betrieb hat. Und auch wir können unser Produkt dementsprechend weiterbringen und auch schnell reagieren. Der Mehrwert für den Kunden liegt darin, wir stellen zum Beispiel die komplette Dokumentation, die früher in Ordnern, was weiß ich, in irgendeinem Schrank waren beim Kunden, digital zur Verfügung. Er hat sofort Zugriff auf Ersatzteillisten, auf Bedienungsanleitungen. Dann stehen in der Plattform auch digitale Anleitungen, 3D-visualisiert drin für einzelne Schritte, um bestimmte Einzelkomponenten zu tauschen. Damit ist der Kunde ganz anders aufgestellt als bisher. Bei der Entwicklung unserer IoT-Plattform arbeiten wir auch mit zahlreichen Partnern zusammen und unser Produktions- und Distributionslager wird jetzt als Pilotprojekt, sogenanntes Early Adoption Projekt, verwendet, wo wir gemeinsam mit Partnern aus der Open Industry 4.0 Alliance zusammenarbeiten. Da sind auch beispielsweise dann Marktführer wie SAP dabei und da arbeiten wir dann mit zahlreichen Sensorherstellern, Wagenherstellern oder auch Anbietern von Wireless-Lösungen zusammen. Und am Ende des Tages soll eine kombinierte zentrale Plattform für unsere Kunden entstehen, wo nicht nur unsere Daten, sondern auch die Daten unserer Partner und Lieferanten vorhanden sind. Bei uns ist das Galileo IoT-Thema, was jetzt unsere Ausbildungsseite anbetrifft, ein heiß begehrtes Thema. Also wir haben jetzt auch in unserer Abteilung erste Bachelor-Absolventen und Fachinformatiker-Absolventen integriert
und können da auch ein Top-Thema bieten. Die Entwicklung einer IoT-Plattform, wenn man zuvor rein von der Mechanik oder Steuerung kommt, ist definitiv kein Prozess, der von heute auf morgen passiert, sondern an der einen oder anderen Stelle wird es auch mal zu einer Sackgasse führen. Aber da ist ganz wichtig, dass man die Ausdauer hat, dass man immer weitermacht. Und vor allem, was ganz wichtig für derartige Projekte ist, ist die Unterstützung vom Top-Management, dass vor allem die CEO-Ebene dahinter steht und das ganze Projekt auch vorantreiben will und vor allem auch pusht. Man muss Glück haben, dass man einen guten Partner hat zum Start. Man muss bestimmte Themen abdecken, wie die Sicherheit. Aber inzwischen ist das Thema schon so weit vorgetragen, dass es da eine vernünftige Auswahl gibt. Es sind jetzt keine Proof of Concepts oder irgendwas in der Richtung. Aber man wird immer in eine Sackgasse gehen in so einem Projekt und muss dann einfach weitermachen. Man könnte die Reise, die wir jetzt vielleicht seit 4 Jahren begonnen haben, eigentlich mit einer Rakete vergleichen. Also die Reise war extrem schnell und mit zahlreichen Herausforderungen auch verbunden. Aber dabei stand immer die Optimierung vom Anlagenbetrieb im Vordergrund, dass wir auf der einen Seite die Betriebskosten reduzieren vom Kunde, aber auf der anderen Seite die Leistung steigern und auch eine höhere Anlagenverfügbarkeit erzielen.